Mythos Mora Messer. Eins der beliebtesten Messer bzw. verschiedene Messereien, das heißt Marke. Da besprechen wir mal ein paar kleine Einzelheiten, vor allen Dingen für Anfänger, aber wo auch der lange Profi noch was draus lernen kann. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Ja moin, mein Name ist Alvo und ich bin gerade im Wald unterwegs. Schön, dass du bei diesem Video eingeschaltet hast. Heute soll es um Mythos Mora Messer gehen. Und zwar beschäftigen wir uns gar nicht so genau mit jetzt exakt diesem Messer, sondern mit den Mora Messern allgemein, was so die Vor- und Nachteile und Besonderheiten sind und warum sie so ein großer Mythos mittlerweile in der Outdoor- und Bushcrafter-Szene geworden sind. Für die alten Hasen unter euch ist dieses Video vielleicht einfach nur ein bisschen Unterhaltung und sie bekommen gar nicht so viele neue Informationen. Aber es gibt jedes Jahr viele neue Anfänger, die in das Bushcrafter-Thema einsteigen, über die ich mich auch sehr gerne freue, die sich auch über die Mora Messer an Informationen freuen. Gehen wir erstmal das Grundprinzip von Mora durch. Wir haben bei Mora immer den Scandi-Schliff. Das ist ein bisschen anders als jetzt zum Beispiel bei einem Victorinox-Messer und ähnliches, wo man weiter runtergezogen und dann erst diese Aufspaltung hast. Ne? Du siehst hier diese Kante und dass hier dann schon das Messer einfach glatt runterläuft. Beim Flachschliff zum Beispiel ist das anders. Da geht diese Kante hier weiter runter und dann erst kommt sozusagen der Keil unten. Warum ist das so? Ganz einfach. Der Scandi-Schliff ist besonders gut geeignet, um sich tief in Holz reinzufressen. Er hat nicht diese Art von Keilwirkung, die ihn immer so ein bisschen doch wieder abhält vom ganz tief reingehen, außer man steuert mit richtig Kraft gegen, sondern die Klinge geht einfach sauber zack runter und deshalb sind das auch sehr beliebte Arbeitsmesser, weil sie genau das tun, was man möchte. Gleichzeitig ist ein Scandi-Schliff aber meiner Meinung nach auch deutlich schwerer wieder nachzuschleifen. Ich kenne aber auch Leute, die sehen das anders, aber der Mehrzahl sieht das so wie ich eigentlich ziemlich ähnlich, dass der Scandi-Schliff schwerer zu schleifen ist als zum Beispiel ein Schlachschliff. Ein Flachschliff meine ich natürlich. Je nachdem, welches Mora-Messer du hast, ist es entweder Full-Tang, das heißt, der Stahl geht ganz bis nach hinten oder hört hier auf. Bei dem Standard-Mora-Messer hört das ungefähr hier auf. Ja. Das heißt, wir haben hier sozusagen eine Klinge, die wird dann nochmal dünner sozusagen und läuft dann hier drin so ein bisschen weiter, bis sie ja unten dann halt nicht mehr vorhanden ist. Das heißt, dass nur Plastik bzw. der Kunststoff unten, hallo Wind, was ist denn hier los? den Schluss abbildet. Mora ist eine schwedische Marke, die aber auch unterschiedliche Stähle benutzt. Das heißt, wenn du ein rostfreies Mora-Messer haben möchtest, musst du darauf gucken. Die meisten, die ich so kenne, sind mit Kohlenstoffstahl gefertigt. Das heißt, die rosten von selber normalerweise. Das heißt, sie sind auf jeden Fall sehr funktional gestaltet. Das kann aber nicht der einzige Grund sein, denn es gibt sehr viele gute Messer, sondern der Grund ist gleichzeitig auch immer das Preis-Leistungs-Verhältnis bei Mora-Messern. Da dort kein besonderer Schnickschnack verbaut ist, es diese Firma schon so lange gibt und die Designs immer relativ schlicht ist, ist der Preis auch sehr gering. Denn zum Beispiel im Baumarkt bekommt man manchmal so ein Messer für 5 Euro. Es gibt aber auch deutlich stabilere, dann noch mit Schnickschnack und so weiter und so fort, die bis 40, 50 Euro hochgehen. Es gibt natürlich auch unterschiedliche Farben. Das ist jetzt orange. Das habe ich gewählt, weil es neu ist, weil ich das mal als kleines Werbegeschenk auf einer Messe bekommen habe. Natürlich gibt es die auch in Oliv zum Beispiel, das Companion. Dazu einen Link findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Das, was hier immer so klittert, während ich das mache, ist natürlich die typische Mora-Scheide. Das ist eine Kunststoffscheide, die man flexibel einfach so in den Gürtel einhängen kann, die auch ganz gut funktioniert, langlebig auch meiner Meinung nach ist. Und wo du dann hier das Messer so ein bisschen einschieben kannst. Und das hält das Messer auch ganz gut da so drinnen. Das heißt, man muss sich da keine besonderen Sorgen machen, dass das da irgendwie auf einmal rausfällt normalerweise. Mora-Scheiden laden aufgrund ihrer Einfachkeit auch gut zum Modden ein, muss ich sagen. Guck da gerne mal in ein paar Facebook-Gruppen rein. Dort kann man zum Beispiel mit ein bisschen Gummiband hier was anbringen, sodass man einen Feuerstahl einschieben kann und ähnliche Sachen. Da sind der Fantasie natürlich keine Grenzen gesetzt. Tja, und das ist es im Endeffekt auch schon. Preis, ne, relativ günstig, Verfügbarkeit bekommst du in fast jedem Baumarkt und dazu noch das funktionale Design und einfach, dass es gut funktioniert an sich. Das sind die drei Gründe, warum das so gerne benutzt wird, warum es so eine Art kleiner Mythos im Bushcrafter-Bereich ist, vor allen Dingen im Low-Budget-Bushcrafter-Bereich. Und ich kenne so einige Menschen, die damit auch heute noch sehr gerne rumrennen und ich habe es manchmal auch gerne noch mit dabei. Ich hoffe, das kleine Video zum Mythos Mora-Messer hat dir als Anfänger gefallen und du fühlst dich auch als fortgeschrittener alter Hase unterhalten.
Hier oben, links und rechts, findest du weitere Videos über Outdoor-Ausrüstung natürlich und unten in der Videobeschreibung alle Links und Informationen, die du haben möchtest. Wenn du dort mal was nicht findest, schreib es mir gerne in die Kommentare rein, dann kann ich darauf antworten. Ansonsten sage ich bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.